Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe nach sehr langer Zeit mal wieder ein Kinderbuch, was ich euch vorstellen möchte, was wir auch ganz neu haben. Und zwar ist das von David Uyime. Das Buch heißt Ich bin still, von einem Mädchen, das seine Stimme findet, aus dem MVG Verlag. Und ich habe hier zu Hause ein sehr, sehr lautes Kind, ein sehr selbstbewusstes Kind und ein sehr, sehr leises Kind, was nicht so selbstbewusst ist. Und ich liebe es ja, solche Themen in Kinderbüchern wiederzufinden, weil das bei den Kindern im Kopf hängen bleibt und es aber auch eine Möglichkeit gibt, über gewisse Themen einfach mal zu sprechen, Gesprächseinstieg zu finden. Und ich lese einmal von hier hinten vor. Ich bin still ist die außergewöhnliche Geschichte eines introvertierten Mädchens, das darum kämpft, seinen Platz in einer lauten Welt zu finden. Mithilfe von Büchern, ihrer Fantasie und Kreativität beginnt sie, sich selbst als Teil dieser Welt zu sehen und die Macht ihrer eigenen Stimme zu erkennen, um eines Tages gehört zu werden. Und ich muss auch sagen, gerade jetzt auch wieder in dem Buch habe ich es gemerkt, aber wir hatten in letzter Zeit auch noch ein anderes Buch, wo das auch wieder der Fall war, dass ich als Erwachsener da auch noch super viel für mich mitnehmen kann und lernen kann und manchmal so einen Denkanstoß habe oder so einen Aha-Moment habe. Und das ist unglaublich wertvoll, wenn ich ein Buch vorlese, was mir was bringt, aber natürlich dann auch extrem den Kindern. Und ich dachte, ich lese einfach mal mit euch in das Buch so ein bisschen rein und zeige euch auch ein paar von den Illustrationen, damit ihr so einen Eindruck davon einfach bekommt. Wie ist es gestaltet? Wie ist es geschrieben? Manchmal bin ich still. Wenn ich spreche, versteht man mich nicht. Also bin ich still. Wenn ich einen Raum betrete, höre ich Geflüster. Ich weiß nicht, wie ich sein sollte. Ich bin schüchtern. Ich bin klein. Wie sollte ich klingen? Wie sollte ich aussehen? Wenn ich an der Reihe bin zu sprechen, werde ich still. Manchmal fühle ich mich wie eins der vielen Steinchen in einer Rassel und doch verursache ich keinen Laut. Ich bin anders. Ich bin die Note, die falsch klingt. Ich bin mausgrau. Ich werde unsichtbar. Ich glaube, das ist was, was ganz viele von uns auch kennen aus ihrer eigenen Erfahrung. Dieses Ich bin anders, ich bin nicht wie die anderen, ich passe hier nicht rein. Und das ist etwas, es ist wundervoll, anders zu sein, aber zu erkennen, dass das ein Geschenk ist und dennoch zu schauen, wie passt das in die Welt der anderen, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Entwicklungsschritt. Manchmal brauche ich Abstand von anderen Stimmen. Ich singe Stille, so laut ich kann. Langsam versinke ich in träge, waberndem Smog. Ich höre nicht immer zu. Meine Gedanken wandern fort zu anderen Dingen. Hätte ich Flügel, würde ich davonfliegen. Ab und zu male ich mir aus, wo ich gerne wäre. An manchen Tagen werfe ich meinen schwarz-samtenen Umhang ab und schwinge mich in die Lüfte wie ein schimmernder Rabe. Manchmal, wenn ich still bin, lese ich. Wenn ich lese, weiß ich, dass es Sprachen gibt, die ich sprechen werde. Wenn ich lese, weiß ich, dass sich unter meinen Zweigen eine ganze Welt versteckt. Ich lese, dass alles, was lebt, ein Teil von mir ist. Vielleicht bin auch ich ein Teil von allem.
So anders bin ich gar nicht. Und ich bin nicht klein. Wenn man mir zuhört, werde ich ganze Städte aus meinen Worten erbauen. Dort wird es nicht still sein. Ja, manchmal bin ich still. Doch eines Tages wird meine Stimme klar erklingen. Ich finde es so, so schön. Ich verlinke euch das Buch Ich bin still von einem Mädchen, das seine Stimme findet, unten in der Infobox. Ich kann euch das wirklich sehr empfehlen. Ich finde es grandios. Es gibt so ein paar Bücher, wo ich sage, das sollte jeder gelesen haben. Und dann mache ich auch gerne so ein Video, um das weiter zu empfehlen. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was so eure Buchtipps sind, wo ihr so denkt, boah, das sollte jede Mama ihrem Kind vorlesen. Da bin ich schon super gespannt drauf. Da entdecke ich bestimmt ganz viel Neues. Also freue ich mich jetzt sehr auf eure Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!